Yo, servus Leute, mein Name ist Dani und heute gibt es von mir 6 Tipps, wie ihr ruckelfreie Videos aus der Hand filmen könnt. Nun, bevor ich anfange, erstmal möchte ich einen riesen Danke sagen an alle Leute, die jetzt zu dem Channel gekommen sind. Mein letztes Video ist jetzt fast einen Monat her und das ist nicht, weil ich keinen Bock hatte mit YouTube weiterzumachen, sondern weil ich mir einen Hund geholt habe. Beziehungsweise Laura und ich haben uns einen Hund geholt und der Hund ist aus dem Tierschutz. Und der kam eben aus Rumänien, hat nur im Zwinger beziehungsweise auf der Straße gelebt und hat dementsprechend unglaublich viele Macken. Und im letzten Monat, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen länger, waren wir jetzt nur dabei, diese Macken auszubessern und ihm eigentlich ein angemessenes Leben hier zu bereiten. Und deshalb habe ich es einfach nicht geschafft, zu irgendetwas zu kommen, außer dem Hund. Das ist auch in Ordnung für mich, weil es ist natürlich eine Verantwortung für ein Lebewesen und das ist viel wichtiger als ein Hobby oder sonstiges. Aber so langsam kommt der Alltag wieder rein und dementsprechend auch wieder die Videos. Und ich habe gerade mega Bock und deshalb das Intro und dann geht's auch schon los. Wir alle kennen es, wir haben ein mega cooles Motiv und dann stehen wir da mit unserer Kamera und versuchen irgendwie was aus der Hand zu filmen und es sieht einfach scheiße aus. Und das liegt einmal daran, dass wir meistens Filmmaterial von einem Gimbal oder von einer Steadicam gewohnt sind. Das heißt, einmal haben wir die Stabilisierung durch einen Gimbal oder viele haben eben schon IBIS, also quasi in Body Stabilization oder eben auch noch ein stabilisiertes Objektiv. Aber um die Sachen kümmern wir uns gar nicht, denn wir wollen wirklich nur aus der Hand filmen. Wenn ihr natürlich ein stabilisiertes Objektiv habt oder IBIS, dann ist das eine geile Sache, aber es ist definitiv kein Muss. Und noch eine ganz kurze persönliche Geschichte am Rande. Ich habe bestimmt 1,5 Jahre gefilmt und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt einen Gimbal. Irgendwie das Footage, das ich haben will, sieht nicht so aus und ich brauche jetzt einen Gimbal. Ich habe gespart, ich habe mir einen Gimbal gekauft und ich benutze es Tatsache wenig, weil ich irgendwann gemerkt habe, wie man mit der Hand coole Aufnahmen hinbekommt und dann, klar, braucht man für bestimmte Situationen immer noch ein Gimbal und ich bereue es nicht, den Kauf getan zu haben, aber ich benutze es bei weitem nicht so viel, wie ich dachte, dass ich es benutzen werde. Sondern das, was wirklich viel, 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 viel wichtiger ist, ist einfach zu checken, wie man das aus der Hand macht. Gerade dadurch, dass die Kameras immer kleiner werden, hat man die einfach schnell dabei. Und dann so ein Gimbal nochmal im Rucksack, das nochmal rauszutun, alles auszubalancieren, Objektive zu wechseln. Das für bestimmte Shots ja, aber für 95% nein. Dementsprechend widmen wir uns jetzt zu den 95%. Und der erste Tipp, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, mein Footage wird besser, ist vor allem mit der Sony A6500 gewesen, denn die ist klein, die ist kompakt, das ist mega cool, aber sie ist auch leicht. Was wiederum super für Reisen ist, aber eigentlich wirklich schlecht für Filmen. Denn das ruckelfreiste Material bekommt ihr mit schweren Kameras hin. Denn ihr müsst euch vorstellen, dadurch, dass ihr immer wackelt, habt ihr eine gewisse Masse, die ihr beeinflussen werdet. Wenn ihr zum Beispiel einen Stift habt, dann wackelt ihr schon eher mit dem, als sagen wir mal mit einer 10 Kilo Bowlingkugel. Dementsprechend macht eure Kamera schwerer. Das kann man einmal machen, indem man bestimmte Bodenplatten draufschraubt. Bei meiner A6500 habe ich quasi einen Small Rig drumherum, also quasi einfach ein Metallgehege, das es nochmal ein bisschen schwerer macht. Das Objektiv macht natürlich auch nochmal was aus. Und dann, was ich wirklich gerne mache, ist, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil da mein Stativ ist, aber ich lasse tatsächlich das Stativ dran. Also sprich, ich baumel mit dem Stativ, ich filme entweder so oder teilweise auch so. Und dadurch, dass das Stativ einfach nochmal ein bisschen unten Gewicht hat, fühlt sich das stabiler an und diese kleinen Ruckler, die kommen da einfach nicht mehr so oft vor. Und der zweite Tipp ist eigentlich auch relativ trivial und zwar stellt euch einfach vor, ihr habt schwere Einkaufstüten und ihr streckt einmal die Hand komplett aus, dann werdet ihr einfach merken, dass ihr nach einer Weile anfangt zu zittern und das würdet ihr später oder beziehungsweise weniger auch, wenn ihr es einfach nah am Körper habt. Das heißt auch da bei der Kamera, filmt nicht so und versucht irgendwelche großen Bewegungen zu machen, sondern wirklich nah an den Körper, gerne auch die Handflächen wirklich an den Körper pressen. Dadurch habt ihr einfach eine gewisse Stabilität, weil dann ist die Kamera nicht mehr an den Händen gebunden, weil die wiegen wiederum weniger als euer Körper. Denn der Körper fängt nicht einfach an groß zu zittern. Dementsprechend habt ihr jetzt eine schwere Kamera sehr nah am Körper. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Tipp und das sind die Art von Bewegungen. Viele Leute, die eben sagen, okay, ich will aus der Hand richtig coole Sachen filmen, die stellen sich natürlich vor, man läuft da mit der Kamera durch diesen Raum und hat einfach mega smooth Footage. Aber das wird nicht so passieren, sondern ihr müsst wirklich kleine Bewegungen machen. Man kann das über die Jahre trainieren, dass man wirklich abstrakte und intensivere Bewegungen macht, aber das dauert wirklich lange. Da gibt es eigentlich eine richtig coole Übung und zwar, ihr stellt euch breitbeinig hin
und versucht wirklich alles aus der Hüfte zu machen und nicht aus den Beinen. Das heißt, wenn ihr von links nach rechts geht, geht ihr nicht, indem ihr lauft, sondern wirklich, indem ihr die Hüfte bewegt und ein bisschen runter geht. Und da könnt ihr dann eben zum Beispiel, wenn ihr von links nach rechts euch bewegt, könnt ihr von rechts nach links die Kamera bewegen. Und dadurch, dass das quasi eine komplementäre Bewegung ist, wirkt das wirklich sehr interessant. Es passiert eigentlich verhältnismäßig viel dafür, dass ihr euch sehr, sehr wenig bewegt. Und noch eine nächste Sache ist, dass das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber Filmen ist halt nun mal ein Handwerk und jedes Handwerk muss geübt werden. Das heißt, auch da nehmt ganz normale Trainingseinheiten, stellt euch breitbeinig irgendwo in die Küche, in die Wohnung, sonst etwas, fixiert ein Objekt und filmt das einfach smooth hin und her. Wirklich die ganze Zeit diese Übungen, und ich habe das auch, ich würde sagen, 20 Mal am Tag gemacht, dass ich einfach regelmäßig die Kamera rausgeholt habe, irgendetwas versucht habe aus der Hand zu filmen und dann wieder ausmachen und weitermachen, wo man eben gerade war. Aber wenn ihr das regelmäßig übt, werdet ihr einfach sehen, ihr werdet so coole Aufnahmen aus der Hand hinbekommen. So, und der nächste Tipp ist ein Vordergrundelement. Also ihr habt eigentlich immer für ein interessantes Bild, habt ihr einen Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, gerade eine kleine Bewegung aus der Hüfte, die Kamera nah an euch, das macht ihr auf einem großen Feld. Ihr werdet kaum Unterschied merken, aber wenn ihr es zum Beispiel auf einem Tisch macht, dann sieht man durch die kleinen Bewegungen zum Beispiel schon, wie das Muster auf dem Tisch sich ändert und es wirkt einfach viel dynamischer. Also achtet immer auf den Vordergrund, der sich eben bewegt, denn dadurch werden kleine Bewegungen im Bild groß dargestellt. Und der nächste Schritt sind Hilfsmittel. Also ich rede jetzt nicht von Gimbal oder Steadicam oder sonst etwas, sondern es gibt eigentlich drei coole Tricks. Einmal kann man zum Beispiel auf den Tisch ein Baumwolltuch legen und dann kann man eben die Kamera mit dem Baumwolltuch ziehen und bekommt einfach dadurch, ja, doch coole Aufnahmen hin. Genauso kann man zum Beispiel auch einen Kameragurt nehmen, den wirklich Aufzug haben mit seiner Kamera, und die kleinen Ruckler nimmt man einfach weg, indem man wirklich viel Druck drauf setzt und eigentlich der Kamera schon sagt, okay, ich möchte in die Richtung und nicht nach links und rechts, wo die Ruckler einfach reinkommen würden. Genauso kann man auch den Gurt nochmal um die Kamera selber drum rumlegen, kann sie als Tasche quasi tragen und kleine Ruckler aus der Hand werden eben dadurch auch mit dem Kameragurt eliminiert. Das sind echt coole Hilfsmittel, die sind easy umzusetzen und sie sind wirklich effektiv. Und die Idee ist einfach, dass ihr wirklich versucht, diese kleinen Ruckler wegzubekommen. Die Sache, die ihr nicht durch Hilfsmittel wegbekommt, ist halt eine schlechte Kameraführung. Das heißt, wenn ihr da irgendwie in S-Form irgendetwas filmt, dann kann es schon sein, dass es an sich nicht minimalst ruckelt, aber es sieht halt einfach kacke aus, weil die Kameraführung nicht passt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und der letzte und sechste Tipp ist Zeitlupe. Das heißt, wenn ihr irgendetwas filmt und es einfach in 120 FPS filmt, dann könnt ihr es runterbrechen, könnt es mega langsam aussehen lassen und dadurch die ganzen Ruckler, die ihr reinbekommt, die haben auch eine gewisse Frequenz. Und die Frequenz wird dann eben langsamer, das ganze Bildmaterial wird einfach smoother und ja, es sieht einfach besser aus. Falls ihr einer der Tipps noch nicht kanntet, würde ich mich mega über ein Like freuen. Oder falls ihr alle kennt oder noch mehr habt, dann schreibt es auf jeden Fall runter in die Kommentare. Ich würde mich echt freuen. Genauso über ein Abo. Und ansonsten hoffe ich, dass wir auf jeden Fall uns nächste Woche sehen. Ansonsten wird es diesmal nicht allzu lang dauern mit dem nächsten Video. Peace, Leute. Bis dann.